Guten Tag. Kann ich bitte Ihre Flugscheine sehen? Hier, bitte. Hier, bitte. Danke. Wo möchten Sie sitzen? Am Gang oder am Fenster? Gibt es noch freie Plätze am Fenster? Ja, Sie haben Glück. Ist das Ihr Gepäck? Ja. Bitte stellen Sie es auf das Band. Gehört das auch dazu? Nein, das ist meine Fototasche. Die nehme ich als Handgepäck mit ins Flugzeug. In Ordnung. Hier sind Ihre Bordkarten. Gehen Sie bitte in Abflughalle A, Flugsteig 36. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Du hast mir nie erzählt, warum du in Deutschland geblieben bist, obwohl deine Mutter in die Türkei zurückgegangen ist. Das ist eine längere Geschichte, die bei meinen Großeltern anfängt. Sie kamen vor etwa 40 Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland, haben sich aber nie wirklich integriert, weil immer klar war, dass sie eines Tages in ihre Heimat zurückkehren wollen. Und deine Mutter? Sie ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Trotzdem hat sie zwischen zwei Kulturen gelebt. Türkische Tradition zu Hause und außerhalb des Hauses ein Leben in der deutschen Gesellschaft. Naja, irgendwann hat sie meinen Vater kennengelernt und ihn geheiratet. Doch das Zusammenleben hat aus vielen Gründen nicht gut funktioniert. Wegen ihrer Eltern ist meine Mutter nach der Scheidung in die Türkei zurückgegangen. Sie wollte bei ihnen sein, weil sie inzwischen alt und etwas krank waren. Zu dieser Zeit habe ich schon studiert und deshalb bin ich nicht mit ihr in die Türkei zurückgekehrt. Vermisst du deine Mutter nicht? Doch, deshalb wollte ich ja auch, dass wir Urlaub in der Türkei machen. Ich bin gern in der Türkei, aber leben kann ich dort nicht. Ich fühle mich immer ein wenig fremd. Ich identifiziere mich einfach mehr mit der deutschen Mentalität. Apropos fremd, du bist ja auch Ausländerin. Ja, aber die Unterschiede zwischen Österreichern und Deutschen sind ja nicht so groß. Vieles ist ähnlich im Vergleich zur Türkei, wo man... Sehr geehrte Fluggäste, hier spricht Ihr Kapitän. Trotz des starken Windes während des Fluges landen wir planmäßig um 16.05 Uhr in Antalya. Wir befinden uns bereits im Anflug. Kann ich das als Handgepäck mitnehmen? Gibt es noch freie Plätze am Gang? Wo ist die Abflughalle? Ich hätte gern einen Platz am Fenster. Im Vergleich zu Deutschland leben in der Schweiz mehr Ausländer. Die Situation in meiner Heimat ist ganz ähnlich wie in Deutschland. Nein, bei uns leben nur wenig Ausländer. Die Tradition und die Religion sind ähnlich. Ja, Ausländer und Einheimische respektieren sich. Ja, unsere Gesellschaft ist sehr tolerant. Volkshochschule Düsseldorf, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Silvia Moser. Ich möchte mich für einen Türkischkurs anmelden. Für Anmeldungen ist Herr Lehnhardt zuständig. Moment, ich verbinde Sie. Danke. VHS Düsseldorf, Lehnhardt. Guten Tag, ich möchte an einem Türkischkurs teilnehmen und wollte mich gern dafür anmelden. Welches Niveau, Anfänger oder Fortgeschrittene? Anfänger. Wenn es geht, am liebsten an einem Montag oder Dienstag nach 18 Uhr. Das ist kein Problem. Dienstags findet ein Anfängerkurs um 18.30 Uhr statt. Er dauert bis 20 Uhr. Das passt mir sehr gut. Und wie funktioniert nun die Anmeldung? Am besten, Sie überweisen die Kursgebühr von 53 Euro auf unser Konto. Ich gebe Ihnen gleich noch die Daten. Damit sind Sie dann automatisch angemeldet. Für unsere Buchhaltung brauche ich jetzt noch Ihren Namen und Ihre Anschrift. Silvia Moser. Silvia mit Y. Meine Adresse ist Beckerstraße und zwar die Nummer... Ich freue mich, dass sich so viele für meine Muttersprache interessieren. Wir nutzen die heutige Stunde, um uns gegenseitig kennenzulernen.
Mich interessiert natürlich als erstes, warum Sie Türkisch lernen möchten. Ich habe schon mehrere Sprachkurse an der VHS besucht und dabei Italienisch und Spanisch gelernt. Jetzt möchte ich mit Türkisch anfangen, um mich geistig fit zu halten. Mein Mann und ich fahren nächstes Jahr in die Türkei und ich möchte mich jetzt schon darauf vorbereiten. Bei mir ist es etwas anders. Ich war bereits in der Türkei im Urlaub und konnte kein Wort Türkisch. Das fand ich sehr schade. Ich habe ähnliche Gründe. Auch ich habe Urlaub in der Türkei gemacht und war begeistert von Land und Leuten. Nun möchte ich die Sprache lernen, damit ich beim nächsten Urlaub mit den Einheimischen sprechen kann. Ich habe während des Urlaubs schon ein paar Sätze gelernt und dabei gemerkt, dass die Grammatik und die Aussprache ziemlich schwierig sind. Keine Sorge. Sie haben im Kurs genug Gelegenheit zum Üben und zum Lernen. Waren Sie eigentlich gemeinsam im Urlaub? Nein. Also, ich war in Antalya. Und Sie? Zufällig war ich auch in Antalya. Von dort bin ich dann weiter nach Ankara. Guten Tag. Kann ich bitte mit Herrn Lenhardt sprechen? Kann ich eine Nachricht hinterlassen oder später zurückrufen? Bitte warten Sie. Die Leitung ist leider besetzt. Kann ich etwas ausrichten? Ich möchte mich für einen Deutschkurs anmelden. Ich spreche schon sehr gut Türkisch. Welches Niveau empfehlen Sie? Ist die Zahl der Teilnehmer begrenzt? Muss ich mich persönlich anmelden? Wie lange dauert der Kurs? Ich besuche die VHS, damit ich neue Leute kennenlerne. Zu Hause bei Susanne Kowalski. Wie war denn deine erste Stunde Türkisch an der VHS? Und wie sind die anderen Teilnehmer? Erzähl doch mal. Oh, wir hatten viel Spaß. Die anderen Teilnehmer sind nett. Da ist ein älterer Herr, der am liebsten die ganze Zeit sprechen möchte. Das stört mich ein wenig, aber er ist sympathisch. Wirklich nett ist Erik. Wir saßen zufällig nebeneinander und nach der Stunde haben wir uns noch lange unterhalten. So, so. Könnte es sein, dass du ihn mehr als nur nett findest? Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir einander so gut verstehen. Habt ihr denn im Kurs schon etwas gelernt? Ich stelle mir vor, dass es nicht leicht ist, Türkisch zu lernen. Das kannst du laut sagen. Ständig müssen wir fragen, wie heißt das auf Deutsch? Unser Kursleiter ist aber sehr geduldig und erklärt alles. Er möchte, dass wir viel sprechen und kleine Dialoge machen. Das fällt mir aber schwer, weil ich große Probleme mit der Aussprache habe. Macht ihr denn keine Übungen dazu? Doch, aber das reicht mir nicht. Ich müsste noch mehr üben. Warum kaufst du dir nicht die Kassette oder die CD zu eurem Buch? Dann könntest du in Ruhe zu Hause üben. Du hast recht, es wäre nützlich. Oder ich frage mal Erik, ob er die Kassette hat. Wir wollten uns sowieso auch außerhalb des Unterrichts treffen, um gemeinsam Hausaufgaben zu machen. Ich merke schon, du hast einen neuen Freund gefunden. Wer weiß. Zur gleichen Zeit in der Studentenkneipe. Gibt es Neuigkeiten? Träumst du immer noch von Erik? Ehrlich gesagt, ja. Nur leider haben wir uns vor ein paar Tagen über eine dumme Kleinigkeit gestritten. Und seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Schade. Aber ihr seht euch doch wieder. Ich habe keine Ahnung. Ich würde ihn gern wiedersehen. Und ich würde auch gern wissen, wie es weitergeht. Das wäre wirklich gut. Dann hättest du endlich Klarheit. Wenn er doch anrufen würde. Schreib ihm doch eine SMS und verabrede dich mit ihm. Gut. Ich versuche es. Wenn ich doch mehr Geld hätte. Ich würde gern Deutsch in Berlin lernen. Ich stelle mir vor, dass wir uns bald wiedersehen. Ich träume von einer besseren Zukunft. Wenn er doch anrufen würde. Mein größter Wunsch ist, mehr Zeit für dich zu haben. Wir würden uns gern in Ruhe unterhalten. Könnten Sie das bitte noch einmal wiederholen? Wie heißt das auf Deutsch? Kannst du mir erklären, was das bedeutet?